Hey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Dying Light. Dead Island. Schon Ja. wieder, es passiert jedes Fehlt Mal. nur, dass du sagst Dying Island oder sowas. So Ja. ein Mix daraus, ne? Keine Angst, ich als Satanist, ich helfe dir, ne? Die Macht der Dunkelheit ist auf unserer Seite, wir können in diesem Spiel gar nicht verlieren. Ja, das sowieso. Also bin ich einmal schon gestorben? Ich glaube nicht. Ich glaube, keiner von uns ist gestorben. Komischerweise kann ich jetzt auch Dingens öffnen, so Truhen. Wobei für manche brauchst du keinen Dietrich, glaube ich. Ui, ich sehe schon den Stirb. Schlachtlärm. Machst du das so im typischen Riedstadtdeutsch? Dann stirb. Stirb du! Kennst du das, wenn Leute statt I einfach Ü sagen? Nee. So dieser hessische Teildialekt, so. Ich habe das Wort vorhin gerade nicht verstanden. Welches? Hier statt stirb, dann sagst du so stirb. Zum Beispiel. Jetzt machen die scheiß Zombies so viel Krach. Nochmal ein drittes Mal für den dummen Kopf wie mich. Funny, ich habe mein Medipack vom Anfang immer noch. Boah, wo Nee. stehen denn hier mal wieder Energy Drinks? Weißt du, wenn man die Energy Drinks braucht, dann sind keine da. Und wenn man sie nicht braucht, dann. Dann sind sie im Überfluss da, ne? Ist doch immer so. Am coolsten finde ich auch den Skilltree, wenn du am Ende komplette Regeneration hast. Dann steht da so, du kannst die Organe neu wachsen lassen. Ich habe auch erstmal gelacht, als ich das gelesen habe. Ja. Auch wenn das mit diesem pro Sekunde und so, mit diesem Prozent, das ist auch die reinste Mogelpackung. Die erwähnen zum Beispiel nirgendwo, dass damit Kleinen Felder gemeint sind. diese kleinen Felder gemeint sind. Ja, das, aber gut, alles andere, das wäre ja auch absolut OP gewesen. Also. Hier sind wieder Energy Drinks. Juhu. Ich muss nachher jetzt auch mal den probieren, den ich gekauft habe. Ich meine, ich hasse ja Energy Drinks, aber wer weiß. Vielleicht habe Ja. ich meinen. Es ist übrigens ein Monster, anscheinend ein zuckerfreier. Ja. Die hatten so wunderschöne Dosen, deswegen habe ich gedacht, komm, nimmst da mal einen mit. Ja, du meinst diese neuen Editionen, ne? Ja. Vom Monster gab es auch mal so eine, ich weiß nicht, wie die hieß, Low Carb, glaube ich. Gab es auch nur in Holland, da musstest du die extra importieren quasi. Ist genau wie mit Fanta. Fanta gibt es auch in Sorten wie Cassis oder so in anderen Ländern. Du kriegst da teilweise. What do we have Da here? würdest du dir bei uns niemals träumen lassen, was du teilweise kriegst. Cool. Hier ist Danny, dem wir das Insulin geben sollen. Schweig nicht so lange, du kannst doch normal mit mir reden. Nur weil du unterzuckert bist, heißt es das nicht, dass du nicht normal reden kannst. Na, ist relativ, das wissen wir nicht. Ich kannte mal jemanden mit Diabetes, aber irgendwann auch mich selbst. So wie bei South Park. Mein Name ist Melken und ich habe Diabetes. Ey, hör auf, dich über mein Diabetes lustig zu machen. So, South muss Park man. ist sowieso bescheuert. Egal, was man sagt. So. Ich bin gerade im Überlegen, was ich upgraden könnte. Den ersten Überlebensteil oder beim Kampf schon wieder etwas mehr. Haltbarkeit habe ich zum Beispiel früher immer erhöht. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil du am Ende sowieso, wenn du anständig spielst, in Kohle schwimmst, dass Reparaturkosten nicht so schlimm sind. Ich habe jetzt einfach Ausdauerkosten niedriger, das lohnt sich deutlich eher. Kannst du öfter zuschlagen. Ja. Schaden, finde ich, lohnt sich einfach zu selten. Diese 3 oder 6% oder so, das ist doch lächerlich. Ja. So, knacken wir mal das Türsche. In der Zwischenzeit lege ich mir mal kurz neue Waffen zu. Shit. Was denn? Der Alarm lockt Zombies an. Ja. Hier liegt wieder ein Fakt. Ein fucking Fakt. So. Der Trafo müsste. Und wenn du damit einverstanden bist, von jetzt an jeden Tag aufnehmen, würde ich sagen, ein paar Folgen. Fast jeden Tag. Ich will Ich habe das ja kein Leben. durchkriegen, deswegen. Eieiei, Infizierte! Nein! Direkt Kopf abgehackt. Die haben teilweise so unglaublich wenig HP, ne? Ja, aber da ich erfahren bin, komme ich damit durchaus klar, solange der Schaden und die Geschwindigkeit stimmen. Ich brauche nicht so viele HP. Drecksack. Ah, da kommen Hoch. schon die nächsten, die darauf scharf sind, verkloppt zu werden. Auch die Frau, die läuft sogar gar nicht erst weiter, die bleibt mitten Ach, drin hat einfach einen stehen. Hut auf, den habe ich erst für was ganz Komisches gehalten, irgendwie. Boah.
So, kurz Waffen tauschen. So. Sind alle schon wieder beschädigt. Ich muss dringend mal ins Zentrallager. Ey, da hinten ist irgendeiner mit einer Belohnung. Stanley. Ah, ne, den muss ich mir selber holen. Ist wahrscheinlich Danny. Ich habe dem das Insulin gegeben, das dieser Typ da uns weitergegeben hat. Hauptsache, du findest Ole Ander in irgendeinem Schrank. Wollte einer wohl die Motten vertreiben. Oleander ist eine Giftpflanze, ne? Ja. Also daraus kannst du, glaube ich, auch Giftwaffen herstellen dann, ne? Ja, und dieser eine Krieger später, der möchte irgendwie 5 von denen, dann kriegst du auch Geld und Erfahrung. Ja, du kriegst zum Beispiel bei einem kriegst du für Alkohol wenig EP. Also desto weiter du kommst in der Story und halt wo die Sammelstationen sind für irgendwelche Items, also Leute, die unbedingt haben wollen, die geben dir halt immer mehr, desto weiter du kommst. Also es lohnt sich zum Beispiel nicht, den Leuten vom Anfang dann noch was zu bringen. Nee. So, bringen wir erstmal Markus. Die Nachricht, dass die Trappos wieder an sind. Da hinten ist noch irgendwer, der was von uns will. Okay, ich komm dann gleich. Also noch irgend so ein Fähnchen, sag ich jetzt mal, so ein weißes. Fähnchen, ach, das ist wahrscheinlich die Wasser haben möchte. Ja, können wir mal eben vorbeibringen, ist ja nicht das Problem. Ich hab, glaube ich, 1 oder 2, keine Ahnung. Ich find's dumm, dass du die Tür immer... Ah, gut, dieses Mal nicht. Aber sonst musst du die Tür jedes Mal neu eintreten. Es liegt schlicht deswegen dran, weil wir die Story... Weil wir es nicht beendet haben. Ja. Ey, hier liegt ein Fakt, den haben wir noch gar nicht gesehen. Boah, ich hatte ganz schön viel Wasser. Oh, thank God, oh, thank God. So, weißt du, stell dir mal vor, du hast die so im Bett und dann so... Oh, thank God, oh, oh. Kann mir mal den Penis lutschen als Dank oder sowas, ne? Ich meine, Mann... Gerade in Zeiten wie diesen muss man doch so viel Spaß haben wie möglich, bevor man abkratzt, oder? Ja. Oder in diesem Fall abnippelt. Toller Witz, was haben wir gelacht? Haben wir alle gelacht? Nein, Spaß. Das mit der Hauptschule war nicht ernst gemeint. Okay. Und die Frauen, die können ja eigentlich auch so ein bisschen an sich rumspielen. Ne? Hey, so da lecker. Ist wieder. Schon wieder so. Eine Wasserflasche, aber jetzt renne ich nicht zurück. Da kann die so. Selber gehen. So lecker löst. Was, ne? Ist doch ich brauch Wasser. Ja, dann geht's rüber zum Edeka oder so. Das geht aber nicht. Ja, dann geht's zu Aldi. Ja, das geht nicht. Ja, dann geht's zu Lidl, Kaufland. Ist mir doch scheißegal, wo du hingehst. Überall gibt's Wasser. Hier geht's stirb. Stirb. Mit Ü. Stirb. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen Unterstützung hier. Du musst mir mal ein bisschen helfen. Meine Kondition ist alle. Mein Konditionsschlauch ist leer. Dein Sack ist leer. Oh. Vielleicht hast du mich ja beleidigt. Das ist eigentlich gar keine Beleidigung. Ne? Eigentlich ist das ja sogar ein Kompliment. Oder? Ich meine, wenn er leer ist. Potenzfähigkeit. Alter, ich habe hier irgendwie so einen Stock gefunden. Der hat gerade mal 27 Angriff. Kannst völlig vergessen, das Ding. Jetzt muss ich mit Schraubenschlüsseln klarkommen. Ich komm nicht mehr aus der Tür hier raus. Was ist denn? Ja. Welches Hammel baut denn so eine Scheiße hier? Zu fett für die Tür. Ja, aber ernsthaft, ne? Nur weil ich schwarz bin mal wieder, ey. Mann. Oh, da kriegt man wenigstens ordentlich Achievements, wenn man zusammenspielt. Und ich habe jetzt auch Raserei. Endlich. So, wieder eine Flasche. Guck mal hier. Eine Hake, eine Schaufel und ein Eimer, aus dem Blut rauskommt. Welches naja, Kind hat denn da gespielt? Ist was auch für die Kinder da. Boah. Junge, völlig überpowered das Ding. Stell mal vor, du hättest den Schraubschlüssel. Ich hab auch einen Schraubenschlüssel irgendwo. Nimm das. Was ich ganz schlimm finde, ist die Mission mit der Tankstelle. Geht. Ich finde alle Tankstellenmissionen in Ordnung, wenn du sie richtig machst. Maybe there's something in here. Ja, hier erstmal alles schön looten, ne? Damit man auch die Herausforderung Schatzjäger und sowas auch richtig schön hat. Ja. So, Geld, regiert die Welt. Gehen wir mal zum Leuchtturm, ich muss auch dringend ins Zentrallager. Ja. Ja, natürlich laufen. Laufen, warum nicht erstmal eine South rauchen? Sea Wings, way to connect. Ja, fliegen habe ich jetzt auch richtig Bock drauf, ne, in diese Gegend. Ey, wo kam der denn her? Ja, voll schnell. Erstmal gleich die Waffen verticken oder so. Ja, die bringen zwar eh nichts ein, aber besser als sie wegzuschmeißen. Früher habe ich die nämlich weggeschmissen, weil die so kacke waren. Dabei ist das der reinste Bullshit eigentlich.
Ja, das bringt überhaupt nichts, hier hochzugehen. Ich finde es nur lustig, den Leuten das mal zu zeigen. Na gut, eine Ja. Waffe vielleicht. Irgendwas Besonderes müssen diese Orte doch immer haben, ne? Ja. Na, dieser Schraubenschlüssel ist kacke, den nehme Du ich nicht kannst mit. halt hier über die Kisten springen und dann bist du schon ein ganzes Stück weiter. Ja, das ist durchaus sinnvoll. Und man spart sich die Zombies da unten, die man ja sonst überfährt. Ja gut, das bringt eigentlich mehr, wenn du Silber fährst. Ja, kriegst du auch eine Auszeichnung dafür irgendwann. Ja, was ich ganz Außer. schlimm finde, ist bei Dying Light the Following die Fähnchen, die du da überall auf höheren Orten finden kannst. Du verlierst irgendwann die Übersicht, wo du schon warst und wo noch nicht. So, ich muss mal ein bisschen verkaufen. Ja, nicht viel zu erklären, der Typ braucht Essenskonserven, genau. Let's do this, Leroy, aber ich habe keine. Nein, ich hab nichts. Wo soll ich das denn jetzt her haben in den 2 Sekunden? Der wird auch keine kriegen, weil die brauchst du für wichtigere Dinge in dem Spiel, finde ich. Gerade am Anfang. Ja. Kommst du? Ja, nicht so schnell, ich bin kein D-Zug. Ja, So. ich weiß. So, Buschnigger, was gibt's? No, Hashtag No Racism. Einzig, was ich furchtbar an dem Typen finde, sind die Augen. Ich fand, das sah im Vorgänger sogar besser aus. Zumindest hatte ich ihn da nicht allzu creepy in Erinnerung. Was mir fehlt, ist, dass das mal irgendwie, dass es einen Modus geben sollte oder so. Boah Gott, sieht das furchtbar aus in der Ferne. Dass es einen Modus geben sollte, in dem du halt diese Partynacht und alles, also als die Insel noch normal war, dass du das so miterleben kannst. Das würde mich mal interessieren, so. Ja. Weißt du, Hätte so man einfach ja. dann nachts und so über die Insel und dann, wo alle am Feiern sind, so und einfach so durchlaufen. Oder wenigstens so, keine Ahnung, als DLC oder als so Sonderedition, so eine Art Vorfilm oder sowas. Mit deutschem Untertitel. Das muss man meinetwegen nicht mal synchronisieren. So ein bisschen erzählen, was ist das? Aber das übernehmen ja diese Fakten-Dinger, die du findest. Da wird ja erzählt, was das ist. Aber das sind auch alles reale Fakten, weil Vanoi ist ja von Papua-Neuguinea abgekupfert. Die Insel, also du weißt es ja, was, wo das liegt, ne? So. Ja, ungefähr. Also bei Indo Australien, ne? Indonesien, Papua-Neuguinea, so die Ecke, Da. Südostasischer Ozean. Wenn du diese Fakten durchliest, dann sind das alles Fakten über Papua-Neuguinea. Und die sind sogar ziemlich interessant. Wusstest du nämlich zum Beispiel, dass es in Papua-Neuguinea, dass dort 25% aller existierenden Sprachen gesprochen werden? Boah. Weil die irgendwie 800 irgendwas Sprachen und Dialekte haben. Die leben auch noch sehr abgeschotten von der kompletten Welt. Die wollen also nicht so viel mit modernem Leben zu tun haben. Zumindest die traditionellen. Ja, aber irgendwo kann ich das auch verstehen. Gibt es aber auch nicht mehr so viele. Also nur noch 1 bis 2% der Papua-Neuguinea oder wie die auch immer heißen, haben die traditionellen Glauben. Und wie viele quasi irgendwie quasi als eine Art Indianer oder was weiß ich leben, das dürften auch eher weniger sein. Aber ich beneide alle Ur-Indianer, die, was weiß ich, im Amazonas oder sonst was leben, weil die haben eigentlich ein vollgeiles Leben. Die Wenn der müssen Vorhang nicht fällt. 40, 50 Jahre arbeiten. Die haben eine Familie, die einem immer hilft. Die haben kein Arbeitsamt. Die haben zwar nichts, aber nichts ist auch manchmal das Nötigste. Du gehst jagen, wenn du was essen willst. Und falls du es selber nicht kannst, dann helfen dir deine Dorfleute. Sollen wir zurück zum Rettungsschwimmerturm? Ja. Also ich finde dieses Leben echt besser als unser, finde ich ganz ehrlich. So ein Scheiß wie Internet oder sowas brauchst du gar nicht. Theoretisch. Das brauchst du nicht, um glücklich zu sein. Und vor allem, es gibt keine Hater, es gibt keine Leute, die dir irgendwelche falschen Bestätigungen machen oder sowas und sagen, wie bei Bibis Beauty Palace, ja, du bist so toll und sowas. Und dieses Selbstdarstellerische, das gibt's da einfach nicht. Ja, Es ey, ist. ich kann die Sichel gar nicht aufheben. Jetzt. Schraubenschlüssel kannst du gut gebrauchen, glaube ich. Kannst du Das noch ist. einen? Okay. Ich nehme alles. Liegt da noch was? Ja, da liegt noch einer von mir eben. Ist schon durch den Boden gerutscht. Ich finde nicht. Du hast sie gefunden. Oh, dann scheiß drauf, dann bin ich weg von hier. Ja, also super. Ich glaube, der verschwindet dann auch wirklich. Ja. Wie viele Missionen wir schon erledigt haben? Ey, schon wieder. Minderwertiges Fleischermesser, denn minderwertig wurde für Waffe nie benutzt im ersten Teil. Definitiv nicht.
Das haben aber sie ich neu. finde, ich find diese schwach, minderwertig, auslaugend oder so, diese Begriffe furchtbar, weil die Waffen sind eigentlich total gut. Du kannst massenhaft Zombies damit killen. Und trotzdem ist es halt irgendwie. Die Unterschiede zwischen denen, was gibt's irgendwie noch überragend oder sowas, die sind auch nicht so groß. Also ist wirklich ein falscher Eindruck, der da entsteht, finde ich. Ein sehr falscher sogar. So, dieser Hammer ist ziemlich kaputt, den repariere ich auch nicht. Das minderwertige Fleischermesser ist besser als mein gutes. Ey, Cinemol. Der will schon wieder was. Nee, doch nicht, doch nicht. Der Typ mit der Antenne. Dominik. Wo zur Hölle haben wir die Antenne eigentlich her? Keine Ahnung. Ich bin schon wieder aufgestiegen. Ich auch. So. Gucken, was ich jetzt als nächstes mache. Effektivere Medikits. Ich weiß nicht. Ich könnte Ausdauer gewinnen, Geldhöhe und aller möglichen Sachen machen. Ich habe erstmal jetzt normale Angriffe quasi ein bisschen stärker gemacht. Ich möchte ehrlich gesagt nochmal so ein paar Teamfähigkeiten oder sowas oder irgendwie so Überlebensfähigkeiten, weil ich im Kampf eigentlich auch ohne diese Hilfe gut klarkomme. Ausdauerkosten von Waffen, mehr Geld. Ja, mehr Geld ist eigentlich für den Arsch. Geld ist hier nicht so wichtig in dem Spiel, finde ich. Was bringt mir ein super toller Messing-Schlagring? Naja, mit John sind Schlagringe Gold wert, aber ich finde, in diesem Spiel brauchst du sie jetzt nicht. Die Sichel ist auch cool. So, jetzt habe ich erstmal 4 scharfe Waffen. Ja, die Sicheln, die halten zu wenig aus, deswegen benutze ich sie sehr selten. Die sehen auch so veraltet aus, so irgendwie, weiß nicht. Wo haben die so ein Ding überhaupt her? Vor allen Dingen, alle Waffen, die du irgendwo herkriegst, die sind ganz oft auch schon anfangs ein bisschen kaputt, so, ne? So, ich würde sagen, dass wir jetzt die Tankstellenmission machen, weil die für die Story wichtig ist. Ja. Aber dummerweise, dieser dumme Hank hier, der hat unser Auto immer noch nicht betriebsbereit gemacht, deswegen reisen wir am besten nochmal zum Leuchtturm, da müsste es ein Auto geben. Ja. Und dann klappern wir das mal ab. Wir müssen ja zweimal zur Tankstelle später, aber da gibt's ja auch... Meinst du, wir schaffen noch ein Part? Wären mir eigentlich sehr gelegen. Ja, gucken wir gleich. Weil wir sind quasi relativ an der Grenze, ist das Problem. Und ich nehme einfach unglaublich gerne auf. Und das ist halt, wenn ich einmal in so einer Session drin bin, mache ich auch gern weiter. Weißt du, wie ich meine? Oh, hier gibt's auch kein Auto, ey. Die können mich doch mal an der Kimmel lecken, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ey, das mit dem, oder? Ja, genau, das mit dem Help-Zeichen, das können wir jetzt machen. Ach, das können wir jetzt machen? Ja, steht zumindest da. Zeichen der Verzweiflung, ja, okay, dann machen wir das. Attacke! Oh nee, schon wieder so einer. Jawohl! Boah. Eine neue Schraubenschlüssel leistet astreine Arbeit. Wir müssen auch nochmal rumlaufen, um zum Beispiel diesen Stanley Garrison zu finden, der da den Alkohol will. Ja, das. Wir werden nachher ins Resort gehen, da werden wir auch noch Omar Torres treffen, sowas. Ich habe irgendwie das Gefühl, man kann jetzt weiter die Kisten schmeißen. Ich werf dir mal ein paar zu, das kann ja nicht schaden. Und sie haben sich diese dämliche Animation erspart, mit dem ja noch zusätzlich draufsetzen. Es geht auch schneller. Jo. Genau so ist gut. Halt mir mal diese Mistviecher vom Leib. Was ich auch mega lustig finde, ist, dass du, wenn du Zombies teilweise den Kopf abhackst, dass sie einfach ihre Haare verlieren. Okay. Was haben die eigentlich dagegen, dass ich dieses Zeichen bilde? Fertig. Ja. Die wollen dich wohl abschotten, damit es mehr zu futtern gibt. Gut, da das jetzt fertig ist, können wir ja nach unten gehen. Da sind dann auch nur diese komischen Fackeln. Oh, die Mission hasse ich. Aber gut, wir müssen das sowieso mal machen. Ich würde sagen, wir machen einfach alles, was nahe liegt. Da müssen wir nicht so viel rennen, weißt du? Deswegen. Jetzt möchte ich das aber auch mal auf der Karte haben. Das ist die Mission Feuer und... Ja, Hilfe, Hilfe! Da gehe ich einmal ins Menü, da greifen mich diese Wichser wieder von hinten an. Ey, kann ja wohl nicht wahr sein. Gut, dass ich es noch rechtzeitig bemerkt habe. Ich find's schade, dass du immer nur irgendwie... Gibt's eigentlich einen Buchstaben, mit dem du das Questmenü aufrufen kannst direkt? Gibt es, aber ich bin zu faul, die mir zu merken. Ich hab's auch nie hingekriegt, also in 3 Jahren nicht. Karte. Ja. I ist Inventar. U ist Fähigkeiten. L ist die Quest. Du bist genial, Alter. Ich hab's durch Zufall gerade herausgefunden. Ich hab einfach alle Tasten da probiert. Okay, besorge Fackeln, genau. Missionsziel verfolgt. Ja, muss ich jetzt mit der Maus, super.
Das ist ja gar nicht mehr so weit. Buxtehude. Ja, ich hab ihn jetzt tötet. So. Ja. Wo liegt denn das zur Hölle? Wo zur Hölle bin ich hier gelandet, Alter? Nachher komme ich hier nicht mehr raus. Oh Gott! Hilfe, ich werde gleich ein Ritual Hilfe. Praktizieren, dann landen diese Scheißfächer hier alle in der Hölle. Niemand widersetzt sich Satans Willen. So Ghost Rider-mäßig, ihr kommt in die Hölle. Ja, das ist alles nur Klischee, ne? Moderner Satanismus hat nichts mit Himmel, Hölle etc. pp. Zu tun. Es ist eigentlich eher eine Form von Atheismus, wenn man so will. Ja, also das. Warum rennen wir eigentlich gerade in die entgegengesetzte Richtung? Weil wir wahrscheinlich unterschiedliche Wege laufen. Ich meine allgemein, man muss um den ganzen Pudding erstmal rumrennen, das ist echt nervig. Ja. Props an den Map-Designer, ne? Echt klasse gemacht. Ja, der Busch hat meinen Fall gebremst, sehr schön, danke. Meinst du damit das, was du als Frau zwischen den Beinen hast, oder den Busch, der da... Ich wusste, dass das kommt, woher wusste ich das, Alter? Es war so offensichtlich. Ja, obwohl, in Asien sind sie meistens immer ganz gut rasiert, aber zumindest in den Filmchen, die ich gesehen. Nee, wir haben auch Kinder, die zuschauen, die Dead Island schauen, was eigentlich... Das Spiel ist ab 18 indiziert, die sollen sich mal verpissen. Ja, ihr könnt ruhig zugucken, aber nur, wenn es eure Eltern erlaubt. Meine genau. Eltern ist nicht erlaubt, aber... Ja, zwei Kopf hintereinander. Vor. Mit der Sichel. Die Dinger haben es doch drauf, Sichel ist okay. Ja, aber die gehen wirklich schnell kaputt, hast recht. Ja, selbst modifiziert. Jetzt ey, ich hab hier Dingens entkräftet, ich hab einen Hammer gekriegt. Ich glaube, du kannst damit was... Hier, Holzknüppel habe ich. Ich weiß nicht, was du damit anfangen kannst. Warte mal, alles, was ich an stumpfe Waffen habe, werfe ich jetzt... Jetzt rutscht der wieder durch und ich kann es nicht aufnehmen. Es ist doch mal wieder hier, typisch. Der Hammer hat 70 Schaden. Kannst du damit was anfangen? Ja. Gebe ich dir den. Weil ich kann, wie gesagt, mit... lol. Ich kann, wie gesagt, mit solchen Waffen nicht so viel anfangen. Ja, jetzt... Hier. Tja, toll, die rutschen da einfach durch. Ne, wir müssen das per Trade-System machen. Hier aber ist er doch. Hier ist doch der Hammer. Warte mal. Ich seh den aber nicht. Ah, Gesellschaft. So, erstmal mit dem Messer abschwächen. So. Okay, können wir jetzt handeln einmal kurz? Dann kann ich dir das geben. Und zwar der Hammer. Ja. Handel akzeptieren. Oh. Ich müsste dir eigentlich auch was für geben. Naja, vielleicht später. Ja, das ist gut. Ich habe da ja gerade keine guten Schnittwaffen. Ach. Aber sowas wie ein Holzknüppel, das lasse ich auch links liegen. Ich meine, was soll ich damit? Ah, ich find's immer lustig, wenn die Zombies auf die Schnauze fliegen. Ja. Das müsste eigentlich auch viel schneller geschehen, als in diesem Spiel dargestellt, weil die Viecher ja gar keine motorische Kontrolle haben. Ja, Nick? Ja? Wir sind wieder durch und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüssi. Jo. Ciao.